Hallo und herzlich willkommen zu Basics mit Kati. Es geht um Grundlagen des Reitsports. Wir lernen, wie wir richtig anfangen zu reiten, wie wir das Pferd richtig putzen, wie wir es satteln, wie wir es trensen. Eine ganz wichtige Sache haben wir aber noch nicht besprochen, nämlich wie wir am besten mit dem Pferd umgehen. Unsere Expertin ist heute Kerstin Jacobi von Gut Anstelburg in Kerpen bei Köln. Kerstin, du stehst hier mit Esperanto, wartest schon auf uns, hallo. Genau. Ein Leckerchen mitgebracht. So, schön. Es geht um Lob, es geht um den Umgang mit den Pferden. Vielleicht erklärst du uns mal so ein paar Do's und Don'ts, also was man auf jeden Fall machen sollte, was man nicht tun sollte. Ja, du hast es ja gerade schon ganz gut vorgemacht, als du gekommen bist. Leckerchen geben, wichtig, wie man Leckerchen gibt, ist immer Lob fürs Pferd. Also wenn ich das Leckerchen geben möchte, lege ich es auf die flache Hand, nehme den Daumen an die Hand ran und gebe dem Pferd oder biete dem Pferd das Leckerchen an. Mhm. Ein anderes Lob ist, wie du auch gerade schon gemacht hast, mal eben am Hals klopfen mit der ruhigen Stimme dazu. Es ist immer eine Sache, die man gut einsetzen kann. Grundsätzlich ist es beim Loben so, dass es immer etwas darauf ankommt, was mache ich gerade. Reite ich das Pferd? Kann ich viel mit Stimme machen? Stehe ich neben dem Pferd? Kann ich klopfen oder halt eben auch mal ein Leckerchen geben? Man sollte es allerdings nicht übertreiben mit den Leckerchen. Also erstens, weil sie halt auch dicker werden davon und zweitens, weil es so ein bisschen konditioniert ist. Die Pferde sollen auch verstehen, warum sie gelobt werden, dass sie was gut gemacht haben oder was richtig gemacht haben. Ja, nochmal Stichwort Stimme. Es ist schon wichtig, dass man jetzt nicht besonders laut wird oder besonders grell wird, richtig? Genau, man sollte mit den Pferden sehr ruhig umgehen, generell sehr konsequent, aber wirklich mit einer ganz gleichbleibenden Ruhe. Denn die sind selber Fluchttiere, erschrecken sich schnell, werden schnell schon mal panisch. Wenn man selber ruhig bleibt, hat man das Pferd eigentlich ganz schnell wieder auf seiner Seite, weil das Pferd sich auch ein bisschen orientiert an seinem Gegenüber. Ist natürlich nicht immer ganz einfach, das mit dem ruhig bleiben. Hast du da irgendwie einen guten Tipp? Man muss viel üben. Junge Pferde müssen auch erstmal lernen, dass Klopfen am Hals überhaupt Lob bedeutet. Viel Stimme dazu nehmen ist gut. Da kommt es hauptsächlich auf die Intonation an, nicht unbedingt auf das Wort, was ich auswähle. Man kann sich aber auch überlegen, ob man halt eben immer das gleiche Wort sagt, wie zum Beispiel gut so oder brav. Ich neige dazu, immer brav oder gut zu sagen, weil wenn man sagt fein, hört sich das ähnlich an wie nein, was man auch schon mal öfter benutzt. Aber wichtiger ist als die Wortauswahl wirklich die Intonation, wie sage ich es. Bin ich sehr barsch oder bin ich ganz ruhig oder sehr bestimmt? Das ist wichtig. Also den richtigen Umgang müssen Pferd und Reiter miteinander lernen. Und ganz wichtig ist es, immer Ruhe bewahren.